Willkommen zurück bei Plants vs. Zombies auf dem Dach. Dach-Action, wohlgemerkt. Und hier treffen wir alle. Und mal gucken. A huge wave of zombies is approaching. Ja, von wo kommen die nur jetzt? Oh nein. Da. Boom. Die. Hier kommt wirklich eine große Welle an. Probier's mal. Oh, und Geld. Nein, fress doch nicht hier alles auf. Hier, nimm das hier. Daran kannst du nicht laden. Ja, schön an die Nuss. Und schön Nusche schmeckt's bestimmt. Hoffentlich hast du Nussallergie. Könnte Spuren von Nüssen enthalten. Und wir bekommen. Naja, nicht umsonst. Die Flowerpot. Let your plant on the roof. Hey, neighbor, got some new items for sale. This extra seeds. Also, next. Ja. Plants this on your magnet troop to turn into gold magnet. Gold magnets collect coins and diamonds for you. Brauchen wir die nicht mehr einsammeln? Plant all these spike weeds turn into spike rocks. Spike rocks do twice the damage are extremely durable. Also doppelt so schade. Ach, dann gibt's den Roof Cleaner. Du wirklich genug Geld haben wir ja nicht. Wir machen einfach Next Level. Neue gibt's nicht. Wie gesagt, zum Bungee Camp war ja vom letzten Mal schon. Catapult. Dann Cherry Bomb, Walnut. Sonnenblume, Twice Bloom. Was machen wir noch? Ich weiß nicht, ob die Potato brennen. Wirklich. Machen wir Potato Mine für den Anfang. Und irgendwas hier, Pumpkin, um noch zu verstärken. Wir sind fies. Plan. Zack. Ach Quatsch, sowas will ich doch gar nicht erst sagen. Und los geht's. Jetzt müsste. Yo, jetzt kommt der erste Zombie. I'm coming. So, dann müssen wir auch rein theoretisch wieder durch einen kleinen Vorteil bekommen. Wenn er mal gleich mehr rausguckt hier, der die kleine Potato mal. Ach, ich sehe dich süß. Mit ihrer kleinen Zahnlücke. Ich liebe sie so sehr. Also, sparen wir noch mal ein bisschen. Ja, habe ich mir auch gedacht, aber finde ich nicht so besonders. Great. Oh, ist sie nicht süß. Sie ist so knuffig. Die kleine Mine. Vor allem ist die so langsam. Ich kriege gleich hier noch mal eine Peter mal machen. Ich spare hier ordentlich Kohle, Asche, Money, Geld und überhaupt läuft's richtig gut. Kann ich nochmal ein Upgrade reinholen? Okay. So. Klappt hier noch ein Potato mal? Ich bin mir nicht sicher. Wäre cool, wenn es klappen würde. Wir machen Potato Mine. Komm mal vor, Klammer, Kleiner. Komm raus. Trau dich. Oh, hier müssen wir jetzt aber wagen. Das heißt wagen. Wir müssen einfach hier Vorsorge treffen. Ja, da kommst du raus mit dem kleinen Potato Mine. Und super.
wieder sowas hier, so ein Experte, der zweimal getroffen werden möchte. Vielleicht nochmal wieder Upgrade. So sieht's doch sehr geil aus. Komm, hier unten noch eine Potato mal. Können wir wieder sparen. Und wenn er nicht schnell genug ist. Ach komm, den machen wir so platt. Puh. Ei. Ketchup. Ich treffe dich, du kleiner Tommy. So. Dann ist auch wieder die Cooldown-Zeit hier abgelaufen. Darf ich hier mal kurz warten? Ah, wahrscheinlich soll er aufnehmen. So. Jetzt kann er schießen. Sun Upgrade. Jetzt werden wir einfach überall zwei von denen hier hinpacken. Ja, und damit haben wir genug Vorsorge, würde ich sagen. Fürs Erste. Kannst du mal die erste Lust hier platzieren? Defensive! Die Boys kommen hier nicht auch noch rein. Die arme Nuss. Voll Diskrimination. Diskriminierung. Mal gucken, ob eine schöne Pumpkin um. Oha. Pony. Ja, so wirklich Abwehr habe ich da noch nicht erfunden. Ne? Wobei das auch richtig teuer ist. Aber gut. Da war schon noch irgendwas für. Ah. Da war zum Beispiel irgendwas für die Nuss noch. Katzen, was wollt ihr hier jetzt gerade bei mir? Hä? Ich weiß nicht, was ihr wollt. Außer nerven. Komm, du Nuss. Der Stabspringer kommt auch noch her. Ist ja richtig schneller Experte. Boink. Ja, toller als nochmal geil. Da kommst du einfach nicht so vorbei. Gleich nochmal Pappe rum. So wie es lieb und mag. Schon wieder. Na komm, nimm mit. So. Ist mir egal. Ach, wir können auch mal so ein Sun Upgrade machen. Als hätten wir nicht genug Geld. Der Popcorn schon leicht angeknackst, so wie ich sehe. Aber egal. Da kann auch so ein Zombie nicht sehen machen. So hüpf dich ein Zombie. Wir haben eine gute Defensive, da kommt er nicht vorbei. Toller. Herrlich. Ja, und jetzt können wir eigentlich nichts mehr machen. Bis auf beobachten. Denn, ja. An Nüsse mit Pumpkins kommen sie echt schlecht vorbei. Das ist eine hammerharte Verteidigung. Und wenn ich irgendwelche Zombies von hier oben komme, bringt es eigentlich nichts, irgendwie was zu machen. Hier, man, ich hab noch nicht mal den Pumpkin ordentlich aufgegessen. Ich hab ein bisschen so angekratzt und der frisst sie und frisst und frisst und frisst und... Ja, wo ist er erledigt? Und bis dahin frisst er und frisst er und frisst er. Und ich sammle vielleicht mal Sonnenblumenpfeile. Punkt ein. Ja, ist halt... Hier oben gerade ein bisschen auf Verteidigung, ja. So. Dann
gucken wir mal, denn a huge wave of zombies is approaching. Und dann gucken wir mal, was für eine Welle jetzt ankommt. Wo wir vielleicht noch was verstärken müssen. Uha. Pody. Pody. Komm, lass mal weghauen. Nein, das wollte ich nicht. Ihr seid so fressgierig. Ich weiß gar nicht, ob jetzt mehrere Zombies dadurch angegriffen werden oder nur einer. Durch den Katapult. Aber ich glaube nur einer. Ja. Oder nee, da fallen auch gerade die anderen Zombies mit um. Ist da eine? Ach, egal. Die werden dann bevorzugt oder so. Ach so, hier. Ha. Auch noch gerne reinmachen. Ja, zack, zack. Sind zwei wieder umgefallen. Und jetzt ist der letzte. Und was bekommen wir stattdessen? Ja, wir bekommen den Kernel Pulled. Flying Corn Kernels and Butter Out Zombies. Jetzt hat einer eine Leiter. Kann, soweit ich weiß, hat es als Schutz erstmal die Leiter. Und dann kann er eine Pflanze überspringen. Wir nehmen erstmal die mit. Standard für Chlor. Und das noch. Und, ach, hier. Und dann gucken wir mal, was wir machen können. Wir sehen immer weniger Blumenkästen hier. Heißt, wir müssen erstmal so klarkommen damit. Wir können natürlich welche hier auch anmachen. Ist ja kein Problem. Aber die kosten natürlich auch was. Zwar auch nicht wieder nicht viel, aber kosten was. Ah, die Zombies immer mit ihrer süßen Krawatte. Da kommt noch eine Pflanze. Und noch mehr Sonnenpunkte. Für doch eine Pflanze. Und ja, Körnepult stimmt. Ich glaube, das war Stun. Die konnten die Monster Stun. Für ein bisschen Zeit. Und die nächste Potato Mine ist bereit. Also auf, Leute. Ressourcen sammeln. Wie war das denn vorher gerade schon? Die Welle davor. Die Dachwellen. Nicht Dachziegel, sondern Dachwellen. Und nächste Potato Mine, die sich dann bereit erklärt, in die Luft gejagt zu werden. Los, meine Süße mit Raffzahn. Oh, schon wieder tot. Eigentlich mal traurig. Nein, nicht wirklich. Nicht wirklich. Los, doppelte Sonnenblumen für doppelte Solarenergie. Oh, jetzt müssen wir doch was machen. Aber nein, wir verzichten nicht auf unsere Protector Mines. Das ist cool. Sploof. Ja, schieß auf den toten Zombie. Das tut ihm bestimmt weh. So, jetzt werden wir noch zuerst. Oh, verdammt. So, Spadoof. Wir haben unseren Kernel pulled. Und jetzt werdet ihr sehen. Zack. Wie war das mit der Butter gewesen? Jetzt, plackt und gestunt. Zufälligerweise mal Butter verschossen. Und dann werden wir die Monster gestunt. Oder die Zombies. Die Zombies.
Goldmütze. Oder Silbermütze, was auch immer. Mütze ist Mütze. Nein. Hier. Ach verdammt, jetzt habe ich die Mütze verpasst. Nein! Und Superstar. Klatsch. Nochmal Butter rauf auf den. Immer schon fleißig Butter schießen. Und jetzt können wir langsam Töpfe versehen hier. Wie die gestunt sind, sehr cool. So, und ich weiß gar nicht, ich glaube, die machen ein bisschen weniger Schaden als die mit den normalen Geschossen. Aber die Butter stunt halt noch zusätzlich. So, fleißig.